Mit dem Startsignal ging es am 27. August für mehr als 120 Teilnehmer des Wismar-Buchtschwimmens ins Wasser. 3500 Meter wollen die Schwimmer bewältigen. Die Wassertemperatur betrug 19 Grad. Bereits zum 29. Mal findet das Wismar-Buchtschwimmen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG, statt. Dem Vorsitzenden der DLRG Wismar, Mike Spangenberg, zufolge sind die Bedingungen in diesem Jahr sehr gut. Ich hoffe, dass sich das Wetter jetzt so hält wie im Moment, weil vorhin hat es ja doch geregnet. Und die Welle ist dies ja eigentlich sehr zufriedenstellend, nenne ich es denn mal so, weil Welle macht viel aus, der Wind hält sich auch in Grenzen. Insofern denke ich, werden wir ein richtig gutes Schwimmen dieses Jahr haben durch die Bucht. Zahlreiche Zuschauer versammelten sich am Anleger in Hohenwieschendorf. Von dort aus starteten auch die Jüngsten kurz nach der Eröffnung. 500 und 800 Meter wurden beim Kinderschwimmen zurückgelegt. Im Anschluss fand das Rennen rund um den Anleger statt. Mehr als 20 Teilnehmer schwammen die 1 Kilometer lange Strecke. Möglich ist das Wismar-Buchtschwimmen dank vielen Unterstützern und Sponsoren. Die Volks- und Raiffeisenbank, aber auch andere Sponsoren, die wir da haben, Rewe und das THW unterstützt uns, die DLRG unterstützt uns, das Autocenter im Wismar Opel Autohaus, das unterstützt uns. Also da gibt es viele Sponsoren, die uns da unterstützen und da liegt mir auch viel dran, dass die uns auch erhalten bleiben und ja, es ist immer wieder toll, dass sie uns dann wirklich so tatkräftig unterstützen. Im nächsten Jahr feiert das Wismar-Buchtschwimmen 30-jähriges Jubiläum. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen.